Ja, einen schönen guten Morgen. Also, was haben wir das letzte Mal so besprochen? Wir sind in die wunderbare Welt der Unabhängigkeit eingestiegen. Also eines der ganz zentralen Konzepte der Stochastik. Und nochmal so ein bisschen zur Erinnerung. Wir haben uns zunächst damit beschäftigt, was paarweise Unabhängigkeit hieß für nur zwei Ereignisse. Dann haben wir das auf beliebige Familien von Ereignissen erweitert. Dann haben wir über Zufallsvariablen gesprochen und dort mal folgende Definition getroffen. Wenn also x und y zwei Zufallsvariablen sind, wann sind die beiden unabhängig? Also wie immer auf einem Wahrscheinlichkeitsraum Omega FP. Also x und y sind unabhängig, haben wir gesagt, per Definitionen. Genau dann, wenn für alle B1 und B2, also beliebige Borel-Mengen, gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x in B1 liegt und y in B2 liegt, dass das sein muss, das Produkt der Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x in B1 liegt, mal die Wahrscheinlichkeit, dass y in B2 liegt. Und wie sind wir auf das gekommen? Na, was da steht, ist einfach nur im Prinzip die Unabhängigkeit von Urbildern, oder? Also man kann es auch so formulieren, das da, was hier steht, ja, wenn wir das da also jetzt anschauen, ist einfach nur entsprechend die Unabhängigkeit der Urbilder. Das bedeutet also, es muss x in B1, bitte das x hoch minus 1 von B1, oder? Das muss eben unabhängig sein von y in B2. Also, wir haben diese Unabhängigkeit für Zufallsvariablen einfach direkt über die Urbilder von eben solchen Borel-Mengen hingezogen. Also sprich, wenn man weiß, was die Unabhängigkeit von Ereignissen ist, hat man das automatisch für die Zufallsvariablen, oder? Das muss sich so natürlich fortsetzen. Und das Einzige, was dann ein bisschen komplizierter geworden ist, dadurch, dass Zufallsvariablen im Bild natürlich alles Mögliche aufführen können, muss man also hier wirklich alle möglichen Mengen betrachten. Und das kann im Allgemeinen, haben wir schon besprochen, leider sehr kompliziert sein. Aber für speziellere Fälle kann man einfachere Bedingungen finden. Und über das werden wir heute dann auch noch reden. So, was müssen wir jetzt natürlich erweitern? Ja, die Welt besteht nicht nur aus zwei Zufallsvariablen, sondern sehr oft hat man halt mehr Zufallsvariablen. Und wir werden jetzt definieren, was ist also die Unabhängigkeit von einer Familie von Zufallsvariablen. Also genauso wie wir das bei Ereignissen gemacht haben, nehmen wir halt jetzt nicht nur zwei, sondern wir nehmen eine ganze Familie. Also was haben wir gegeben? Es sei xi, i aus i, eine Familie von Zufallsvariablen. Und die Indexmenge i, die kann alles sein. Die kann total wüst sein. Das können die ganzen reellen Zahlen sein oder weiß ich nicht. Die Menge, die nur 1 bis 6 enthält, vollkommen egal, oder? Also i kann eine beliebige Indexmenge sein. Bitte, das Einzige, was wir nicht machen, ist die leere Indexmenge oder so ein Blödsinn. Aber ich glaube, das ist hoffentlich eh klar. Also eine beliebige Familie von Zufallsvariablen. Und jetzt definieren wir, was das heißt, dass diese Familie unabhängig ist. Also was heißt es, dass alle diese Zufallsvariablen unabhängig voneinander sind? So kann man es also auch interpretieren. Und das ist per Definitionen genau dann der Fall, wenn Folgendes gilt. Was würdet ihr jetzt vermuten? Naja, wir müssen genau das Gleiche machen, was wir gemacht haben mit den Ereignissen. Und was wäre jetzt ein Problem, was wir nicht machen können, ist zu sagen, es müssen also sämtliche Urbilder miteinander geschnitten in Wahrscheinlichkeit das Produkt geben. Was funktioniert da nicht? Was kann das Problem sein? Das Problem kann sein, dass das i da zu böse ist. Wenn das i, sage ich mal, nur abzählbar ist, okay. Aber das i kann ja wirklich komplett was Beliebiges sein. Und wir müssen uns immer beschränken, dann entsprechend auf nur was Abzählbares oder in dem Kontext reicht sogar auf was Endliches. Und deswegen müssen wir jetzt also hier voraussetzen, dass für jede Teilindexmenge j mit der Eigenschaft, dass die Anzahl der Elemente endlich ist. Ja? Also für endlich viele die Bedingung gilt. So wie bei Ereignissen auch. Also wir nehmen das von Ereignissen, legen das wieder auf Zufallsvariablen um. Und jetzt kommt noch halt das Lästige dazu. Wir müssen uns wieder alle Borel-Mengen anschauen, wo die Zufallsvariablen drin liegen können. Das heißt, was wir hier brauchen, sind ganz viele BJs unter Umständen. Und J ist aus J. Und das sind also alles Borel-Mengen. Also das ist eine Familie da drin.
Ja? Also das sind alles Borel-Mengen. Also nochmal, was man macht ist, man wählt endlich viele aus von diesen Indizes und dann muss man alles Mengen dazu betrachten, alles Borel-Mengen. Und was muss dann gelten? Ja, dann muss eben die Wahrscheinlichkeit, dass, kann man so schreiben, dass xj in bj liegt, j aus j, was bitte nichts anderes ist als die Wahrscheinlichkeit, das ist nur eine Kurzschreibweise dafür, von eben diesem Schnitt über xj in bj und j aus j. Also, das gleichzeitig, Schnitt heißt ja, dass gleichzeitig alle diese xj in den bj liegen. Also das sind ja alles diese Urbilder, x hoch j, also xj hoch minus 1 von bj. Das ist nur eine Schreibweise dafür. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle xj in den bj liegen, das muss sein gleich dem Produkt. Also das Produkt über alle j aus j, das eben, also über die Wahrscheinlichkeiten, dass xj in bj liegt. Also die Wahrscheinlichkeit dieses Urbildes. Ja? Und das ist also, hoffentlich seht ihr das, 1:1 die Bedingung für die Ereignisse, oder? Also was ist die Bedingung? Die Bedingung ist, dass die ganzen Urbilder unabhängig sind. Das schreiben wir uns vielleicht auch hier wieder in Klammer dazu. Also bitte diese Bedingung, die da steht, gell? Also das ab da, das ist äquivalent dazu, dass diese ganzen Urbilder, sprich, die schreiben wir sie vielleicht so hin, xj hoch minus 1 von bj, also so kann man ja die da auch schreiben, dass die alle unabhängig sind. Also das muss eine Familie von unabhängigen Ereignissen sein. Das ist die Bedingung. Also auch hier seht ihr, wir haben einfach genommen, alle Urbilder sagen, die müssen unabhängig sein. Wenn das der Fall ist, ist die Zufallsvariable, das ist die Familie von Zufallsvariablen unabhängig. Und so kann man das Ganze jetzt also auf viel mehr hochhiefen. Mir ist jetzt vollkommen bewusst, also ich hoffe zunächst einmal, dass diese Erweiterung klar ist. Aber was natürlich schon ein bisschen heftig ist, ist da beliebige Indexmenge. Ich kann euch beruhigen, in den meisten Fällen werden wir natürlich hier eine endliche Indexmenge nehmen. Und da schaut die Welt schon ein bisschen harmloser aus. Was wir durchaus brauchen werden, und das ist häufig der Fall, sind allerdings auch hier die natürlichen Zahlen. Wir werden sehr oft eine ganze Folge von Zufallsvariablen betrachten müssen. Warum ist das in der Praxis total wichtig? Weil man Sachen approximieren will beispielsweise, oder? Und was man dazu braucht, ist eine ganze Folge von Zufallsgrößen. Das werden wir auch sehen, ist in der Statistik zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Also bitte nochmal, die gängigsten Fälle, die wir hier betrachten werden, sind die natürlichen Zahlen, also unendliche Menge und natürlich sehr, sehr häufig nur endlich viele solche Zufallsvariablen. Eine kleine Bemerkung mit einem Beispiel. Wenn wir nur haben, x1 bis xn sind Zufallsvariablen, n eine natürliche Zahl. Also auf gut Deutsch endlich viele. Was wäre diese Indexmenge i jetzt? Das wären die Zahlen von 1 bis n. Ja? Also die Menge bestehend aus den Zahlen von 1 bis n. Das ist das klassische Beispiel von endlich vielen Zufallsgrößen. Was heißt es, dass die unabhängig sind? Also was heißt, dass x1 bis xn unabhängig ist? Und da kommt jetzt was Angenehmes, die Bedingung ist ein bisschen einfacher, als man das vielleicht zunächst erwarten wird, diskutieren wir gleich. Wir müssen also da oben schauen, was zu tun ist. Wir müssen alle Teilindexmengen bilden. Und ich mache das jetzt nicht. Ich sage, es ist äquivalent dazu, dass für alle b1 bis bn aus br gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x1 in b1 liegt, bis xn in bn liegt. Ach, wir hatten diese Tafeln so klein gebaut. Das gleiche ist wie eben das Produkt, was bedeutet, also die Wahrscheinlichkeit, dass x1 in b1 ist mal Punkt, 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 der Wahrscheinlichkeit, dass xn in bn liegt. Fehlt da was? Nicht? Schaut euch mal die Definition an, die da auf der linken Tafel steht und die, die wir jetzt da gegeben haben. Habe ich da jetzt alle endlichen Teilindexmengen gebildet? Na, überhaupt nicht, oder? Ich habe nur eine einzige Indexmenge betrachtet. Welche ist das? Die Indexmenge selber. 1 bis n, oder? Aber warum ist es trotzdem dasselbe?
sieht es wer? Warum ist doch kein Unterschied? Hat irgendwer eine Idee? Also wenn ihr es so seht, gut hingeschaut. Ist nicht so einfach zu sehen. Also bitte müsst ihr aufpassen, wir haben bei Ereignissen gelernt und da habe ich auch gesagt, bitte, bitte, Achtung, Achtung, man muss unbedingt alle diese Teilindexmengen betrachten, auch im endlichen Fall. Paarweise Unabhängigkeit reicht nicht. Für allein schon drei Ereignisse muss man die Bedingungen alle drei überprüfen. Ja? Aber jetzt hat man irgendwie den Eindruck, da braucht man es nicht mehr. Doch, doch, es ist nur versteckt. Sieht's mal, ja? So zögerliches, vorsichtiges. Wieso? Na. Bei Ereignissen haben wir gesehen, wenn es für drei stimmt, ja, also die Wahrscheinlichkeit des Schnittes von drei Ereignissen ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten, dann stimmt es nicht nur für zwei. Aber wenn ich mal zuschaue, dann sage ich, es muss nur Beta auch auf X definieren. Ja, und zwar für alle diese Bs, die BIs. Und wie könnt ihr denn die setzen? Ich kann Bedingungen hier loswerden. Beispiel. Mir interessiert jetzt nur die paarweise Unabhängigkeit. Also ich will jetzt sehen, dass aus dieser Bedingung auch die paarweise Unabhängigkeit folgt. x1 ist unabhängig von x2. Das müsste daraus folgen. Weil was würde ich nehmen? Ich würde mir diese Teilindexmenge nehmen, die besteht aus der Zahl 1 und 2, oder? Stimmt, das wäre paarweise Unabhängigkeit nur dieser beiden jetzt. Gell? Also das heißt, so, damit ihr euch das vorstellen könnt, das J wäre hier 1, 2. Und warum muss ich das nicht separat machen? Weil ich kriege die Bedingung, die hinten steht, weg. Ich kriege die da alle hinten weg. Wie mache ich das? Indem ich B3 die ganzen reellen Zahlen setze und so mache ich weiter bis Bn. Das heißt, ich setze alles gleich den reellen Zahlen, den ganzen reellen Zahlen. Das ist ja eine Borel-Menge. Die ganzen reellen Zahlen sind natürlich dort drin in der Borel-Sigma-Algebra. Und was passiert jetzt? Na, wenn wir uns nochmal die Wahrscheinlichkeit anschauen, dass x1 in b1 liegt, x2 in b2 liegt und dann kommt x3 in b3 liegt, was wir r gewählt haben und so weiter bis xn, was auch dann einfach in r liegen muss. Was ist denn dieses Urbild? Wie wahrscheinlich ist denn das, dass x3 in r liegt? Ziemlich wahrscheinlich. Ich meine, das ist der Bildbereich, oder? x3 liegt immer in R. Das heißt, das Urbild ist ganz Omega, der ganze Definitionsbereich. Und damit schneiden, ja, schönen Gruß, kann ich machen, aber die Bedingung ist sinnlos, oder? Also die Bedingung brauche ich gar nicht. x3 ist immer in R, die kann ich weglassen. Genauso ist xn immer in R. Und wir sehen, das ist ein und dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit, dass x1 in b1 liegt und gleichzeitig x2 in b2 liegt. Und damit hat sich das auf der linken Seite schon reduziert. Man, auf der rechten Seite passiert natürlich jetzt genau das Gleiche. Nach der Bedingung, die wir hier gestellt haben, weil also da oben jetzt dieses Produkt rauskommen muss, wird aus dem Produkt von, und da schreiben wir das vielleicht aus, also Wahrscheinlichkeit, dass x1 in b1 liegt, mal Wahrscheinlichkeit, dass x2 in b2 liegt. Und dann geht es weiter, Wahrscheinlichkeit, dass x3 in r liegt, mal, Punkt, 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 Wahrscheinlichkeit, dass xn in bn liegt. Naja, das da ist sowas von 1. Also nochmal, die Wahrscheinlichkeit dieses Urbildes, das ist die Wahrscheinlichkeit von Omega, weil Omega ist dieses Urbild, ist 1. Dann genauso, diese ganzen Faktoren sind alle 1. Dann kann ich sie aber gerade weglassen. Okay, also ihr seht, wenn ihr da einfach nur eine Teilindexmenge auswählen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr die anderen Borel-Mengen auf ganz L setzt, oder? Dann fallen die einfach weg, diese Bedingungen. Und damit kriegt man alle diese Teilindexmengen heraus. Und das muss man da auch schon mal gesehen haben, sonst ist vielleicht diese Bedingung sehr überraschend, dass man auf einmal alle gleichzeitig betrachten kann. Aber ich glaube, so ist es jetzt klar, oder? Also es ist nicht überraschend, weil man eben alle Indizes, die man nicht drin haben will, die kann man auf die ganzen reellen Zahlen setzen. Okay? Das heißt, was sozusagen leichter geworden ist bei endlich vielen Zufallsvariablen ist, man kann sie alle gleichzeitig betrachten, nur man muss immer noch alle Borel-Mengen betrachten. Also es ist nicht wirklich einfacher als bei Ereignissen. Überhaupt nicht, natürlich. Passt? Gut. Jetzt haben wir also da Zufallsvariablen und vor allem
eben die mit Unabhängigkeit verknüpft. Und was wir jetzt vielleicht uns ein bisschen anschauen müssen, ist, wie verträgt sich das jetzt mit diskreten Zufallsvariablen? Also es ist klar, man könnte jetzt einfach hergehen und überprüfen, für diese Zufallsvariablen, sagen wir, endlich viele hat man gegeben, gilt diese Bedingung für alle Borel-Mengen. Das ist einfach verdammt schwierig nachzuprüfen. Und deutlich einfacher wäre es, wenn man eben verwenden könnte, dass man nur diskrete Zufallsgrößen hat. Und das werden wir jetzt in einen kleinen Satz gießen. Also, wie sieht das aus? Wie kann man überprüfen, ob diskrete Zufallsvariablen unabhängig sind? Also von diskreten Zufallsvariablen. Gut. Was heißt es, dass wir diskrete Zufallsvariablen haben? Das heißt, wir haben x1 bis xn. Die sind also alle Zufallsvariablen. Und genauer diskret. Das war jetzt schlecht. Zufallsvariablen diskret. Ist nicht deutsch, gell? Aber ihr wisst, was gemeint ist. Also, wir haben x1 bis xn sind diskrete Zufallsgrößen. Und nochmal zur Erinnerung, was bedeutet denn das? Was heißt denn das? Gesundheit. Was heißt denn das, dass die diskret sind? Was heißt denn, dass x1 diskret ist? Fast. Also wenn das Bild höchstens abzählbar, also und zwar das echte Bild, ja, wenn das höchstens abzählbar ist, dann absolut haben wir eine diskrete Zufallsvariable. Man kann es ein bisschen allgemeiner fassen, zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es nur abzählbar viele Werte annimmt, muss 1 sein. Also sprich, es muss eine abzählbare Menge geben, in der die Zufallsgröße mit Wahrscheinlichkeit 1 liegt, oder? Das bedeutet, was brauchen wir? Also x1 bis xn Zufallsvariablen diskret und was es geben muss, also das heißt, es gibt folgende Menge, also oder Mengen sogar, es gibt a1 bis an, wenn sie abzählbar sind, sind sie dann sowieso Borel-Mengen, aber trotzdem, also es gibt hier abzählbare Teilmengen von R, mit welcher Eigenschaft? Ja so, dass für alle i von 1 bis n eben gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass xi in ai liegt, gleich 1 ist. Ja? Also mit Wahrscheinlichkeit 1 nimmt es nur abzählbar viele Werte an, das xi. Und die ais könnten halt unterschiedlich sein. Es kommt aber da noch kurz zwischendrin die gute Nachricht. Beachte, wenn man a gleich die Vereinigung setzt, A1 vereinigt A2 bis vereinigt AN, dann ist das immer noch abzählbar. Also die abzählbare Vereinigung von abzählbar vielen Mengen ist wieder abzählbar. Vor allem eine endliche Vereinigung von abzählbar vielen Mengen. Also stellt euch vor, da wären überall endlich viele drin, dann ist insgesamt endlich viel, das ist eh klar. Und sogar, wenn man da unendlich viele hat, die sich durchnummerieren lassen, kann man nur einmal unendlich viele dazu nehmen lassen, die sich durchnummerieren lassen. Und solange man das immer noch abzählbar macht, funktioniert das. Bitte, was man dazu schon braucht, wenn man jetzt hier abzählbare Vereinigungen von abzählbaren Mengen hat, wäre auch wieder das Auswahlaxiom und so Zeug. Aber bitte, das glauben wir halt einfach. Ja? Also nochmal, wenn ihr die abzählbare Vereinigung von abzählbaren Mengen habt, das bleibt abzählbar. Also da kann es nicht passieren, dass auf einmal komische Dinge rauskommen. Ja? Glauben wir halt. Und wenn wir das da so bilden, dann ist natürlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das x1 in A liegt, das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass das x2 in A liegt, ist gleich, Punkti, Punkti, bis Wahrscheinlichkeit, dass xn in A liegt, das ist 1. Okay? Also wenn wir einfach die Vereinigung über die alle bilden, dann haben wir eine Menge gefunden und es liegt eben entsprechend mit Wahrscheinlichkeit 1 jede dieser Zufallsvariablen in diesem A drin. Was gilt dann? Dann haben wir folgende Äquivalenz. Wir wollen jetzt eine einfachere Charakterisierung dafür haben, dass x1 bis xn unabhängig sind. Und ihr müsst euch denken, das muss jetzt leichter gehen, weil diskrete Zufallsvariablen sind halt einfacher gestrickt als irgendeine beliebige Verrückte. Ja? Und ist auch so, das hier ist äquivalent dazu und jetzt kommt die einfachere Bedingung, dass wir Folgendes haben, für alle a1 bis an aus A muss nur überprüft werden, ob die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich klein a1 ist, bis xn
gleich klein an, das muss das gleiche sein wie was? Was würde ich raten? Ja, eh klar, denke ich, hoffe ich, wie das Produkt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die gleichzeitig eben a1 bis an sind, muss gleich sein dem Produkt von i gleich 1 bis n über die Wahrscheinlichkeit, dass entsprechend xi gleich ai ist. Und das ist halt eine Bedingung, die in vielen Fällen ja viel, viel einfacher nachzuweisen ist. Weil was ihr seht ist, man braucht nicht beliebige Borel-Mengen, sondern einfach nur einpunktige Mengen. Also man braucht einfach nur verschiedene von diesen AIs. Gell? Das ist viel, viel weniger und viel, viel einfacher. Ja? Also alle Borel-Mengen schrecklich teufelhaft, aber nur so einzelne reelle Zahlen, das okay, immer halt noch abzählbar viele reelle Zahlen, das ist viel, viel leichter nachzuweisen und in den Griff zu kriegen. Und man braucht dann halt immer nur solche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, die man aus vielen Problemstellungen sehr explizit schnell herauskriegt. Werden wir sehen bei der Binomialverteilung, Poisson-Verteilung, geometrischen Verteilung, hypergeometrischen Verteilung, die funktionieren alle so. Ja? Passt? Gut, wie beweist man das? Das ist schön, dass man so irgendwie denkt, ja, klingt vernünftig, aber wie zeigt man das? Welche Richtung ist mal einfach? Ja, ich hoffe, die da. Warum ist die Richtung quasi geschenkt? Also, wenn x1 bis xn unabhängig sind, warum gilt denn das da rechts? Und bitte, das gilt immer, nicht nur im diskreten Fall. Jetzt nehmt euch so a1 bis an beliebig. Die müssen im Prinzip nicht einmal als a sein. Ja? Nehmt euch die ganz beliebig. Und was kann ich jetzt machen? Na, was ich machen kann, ist zu erkennen, dass a1 Mengenklammer rum bis an Mengenklammer rum, wo enthalten sind? In der Borel-Sigma-Algebra, oder? Einpunktige Mengen sind in BR. Und jetzt gibt es denen halt neue Namen. Jetzt nenne ich das B1 bis Punkte, Punkte, BN. Und wir wissen ja, dass die Bedingung der Unabhängigkeit bedeutet, dass für alle Borel-Mengen B1 bis BN das gelten muss. Also die Wahrscheinlichkeit, dass XI BI ist gleichzeitig, muss gleich dem Produkt sein. Ja? Und jetzt haben wir halt spezielle BIs. Wow, mei. Schreiben wir die Bedingung hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass eben XI in BI liegen muss, und ich schreibe das ein bisschen kürzer als I gleich 1 bis N, ist ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass XI in der Menge AI liegt für I gleich 1 bis N. Und, hoppala, falsche Klammer, bis N. Und das ist aber nichts anderes als die Bedingung, ich meine, was heißt denn, xi liegt in der Menge, die nur ai enthält? Ja, dass xi gleich ai ist, oder? Also, xi muss ai sein. Und das muss gelten für i von 1 bis n. Bitte diese ganzen Codeschreibweisen, gell, sind nur, damit man nicht ständig die Ereignisse so explizit hinschreiben muss über die Urbilder. Ja? Also was das eigentlich heißt ist, das sind wirklich die Urbilder von x hoch minus, also xi hoch minus 1, der Menge, die ai enthält und dann die ganzen Schnitte drüber. Aber das kann man nicht jetzt mal immer hinschreiben, sonst wird man wahnsinnig. Und vor allem ist das halt viel einfacher in Interpretation. xi gleich ai, da kann sich jeder was drunter vorstellen. So, und was wissen wir jetzt? Ja, was wir wissen ist, das da ist gleich dem Produkt, oder? Das ist Unabhängigkeit. Also bitte hier, das muss eben das Gleiche sein wie, das ist die Unabhängigkeit, x1 bis xn unabhängig, wie das Produkt, also von i gleich 1 bis n über die Wahrscheinlichkeit, dass xi in bi liegt. Aber noch einmal, die Wahrscheinlichkeit, dass xi in bi liegt, ist für unsere spezielle Wahl von bi ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass xi gleich ai ist. Und geschafft, oder? Jetzt steht's da. Also nochmal, das ist die Wahl von ganz speziellen Borel-Mengen, diesen einpunktigen Borel-Mengen, und fertig. Das gilt bitte für alle Zufallsgrößen, nicht nur für diskrete. Also es muss natürlich gelten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die xi gleich ai alle gleichzeitig sind, gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten ist. Also das folgt immer. Was ein bisschen interessanter ist, wo man wirklich jetzt diskret braucht, ist die Umkehrung. Und was müssen wir für die Umkehrung Lästiges tun? Ja, wir müssen uns wirklich beliebige Borel-Mengen schnappen und schauen, ob die Bedingungen hier leichter werden. Also, es seien,
B1 bis Bn beliebige Prämien. Und was jetzt wirklich eiskalt zu zeigen ist, wird nichts helfen, weil das bedeutet Unabhängigkeit, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für eben x, schreiben wir es mal so hin, xi aus bi, für i gleich 1 bis n, auch wirklich dasselbe ist wie das Produkt von i gleich 1 bis n über die Wahrscheinlichkeit, dass xi in bi liegt. Oder nutzt nichts, das ist Unabhängigkeit, das müssen wir nachweisen. Und jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, ob wir das geschickt ins Spiel bringen, dass wir hier diskrete Zufallsgrößen haben. So, was könnte die Idee sein? Also erstens einmal, man muss wo anfangen. Mein Vorschlag ist, wir fangen links an. Wir fangen also bei dieser Wahrscheinlichkeit hier an. So. Und die Wahrscheinlichkeit, schreiben wir jetzt nochmal genauer hin, was ist das Ding eigentlich? Ja, was das Ding ist, ist, das ist also das Urbild x1 in b1, ja, das ist x hoch minus 1 von b, also x1 hoch minus 1 von b1, geschnitten mit und so weiter und so fort, bis xn in bn. Und was kann ich jetzt tun? Ja, irgendwo muss ich jetzt das a ins Spiel bringen. Und mit was darf ich denn immer da schneiden, noch zusätzlich? Mit was? Mit einem fast sicheren Ereignis. Und wir haben jetzt da einige fast sichere Ereignisse. Also schaut mal ganz kurz da in die Klammer rechts drüben. Was ist denn alles ein fast sicheres Ereignis? Ja, x1 in a, x2 in a, xn in a. Da haben wir n fast sichere Ereignisse. Und mit denen können wir einfach alle schneiden. Was bedeutet, wir können uns da gratis was dazu spendieren. Ich schreibe das jetzt also da drin so hin. Wir haben also da den Schnitt von i gleich 1 bis n über die xi in bi. Ja, so können wir das mal hinschreiben. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können immer noch einmal mit einem fast sicheren Ereignis schneiden. Und es ist immer ein fast sicheres Ereignis, dass xi in a liegt. Nochmal, das hat Wahrscheinlichkeit 1. Weil wir haben ja eine diskrete Zufallsgröße. Okay, das ist jetzt der Plan. So, und jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, das lässt sich noch ein bisschen leichter schreiben. Das ist ja xi hoch minus 1 von b geschnitten mit xi hoch minus 1 von a. Und da für der i. Was kann ich denn mit dem Schnitt da machen? Urbilder und Schnitte, die mögen sich gern. Die vertauschen. Habt ihr nachgewiesen, oder? War gleich mal eine Pro-Seminar-Aufgabe oder so. Das heißt, das ist das gleiche wie xi hoch minus 1 von bi geschnitten mit a. Oder wir können es kurz wieder schreiben, das ist xi Element von bi geschnitten a. Also bitte, hin und wieder muss man einfach von dieser Kurzschreibweise xi in b oder sowas zurückgehen aufs Urbild, damit man einfach ganz genau sieht, was man machen darf und was nicht. Also Schnitt durchziehen sieht man, darf man machen, weil das eine Eigenschaft fürs Urbild ist. Und damit schreibt sich das Ganze, was wir jetzt also hier sehen, als das folgende, die Wahrscheinlichkeit über den Schnitt i gleich 1 bis n. Und da haben wir dann entsprechend stehen, die da, also xi in bi geschnitten a. Okay, so was ist jetzt die nächste Idee? Die nächste Idee haben wir schon zigfach angewandt. Wenn a also entsprechend nur abzählbar ist, dann kann ich das, was hier steht, als disjunkte Vereinigung darstellen. Und genauer machen wir folgendes. Das ist die Wahrscheinlichkeit über den Schnitt von i gleich 1 bis n. Und da können wir das schreiben als die disjunkte Vereinigung über alle, und Achtung, ich vergebe jetzt hier einen Index, weil wir dann was vertauschen wollen, ai aus a. Und da haben wir dann also stehen, die xi in bi geschnitten der Menge, die nur ai enthält. So, jetzt muss ich schauen, ob ich alle Klammern erwischt habe. Aha, da fehlt noch eine. Also nochmal, was haben wir eigentlich ganz langsam gemacht? Machen wir es ein bisschen schneller, weil wir es schon ein paar Mal gemacht haben. Wir haben A als disjunkte Vereinigung über alle seine Elemente geschrieben. Das ist nie verboten, oder?
Und dann können wir das Ganze wieder aus dem Urbild rausziehen, wie wir Lust haben, ja? Weil das Urbild verträgt sich ja wunderbar mit dieser Vereinigung. Und dann sind wir eben auf dem hier angekommen. Und beachtet jetzt, was hier passiert. Bi geschnitten der Menge, die nur Ai enthält, ist entweder Ai oder ist die leere Menge. Ja? Das ist jetzt relativ simpel. Und jetzt müssen wir Folgendes machen, jetzt müssen wir das da vertauschen. Und wenn wir das vertauschen, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. So, da. Ich glaube, das ist schon der dritte Stern oder so. Also, was passiert? Wir können das schreiben als die Wahrscheinlichkeit über die disjunkte Vereinigung über alle A1 bis AN aus A. Wir müssen ja nämlich für jedes I entsprechend ein beliebiges AI wählen aus A. Gell? Das heißt also, für jeden Index müssen wir eins von diesen AIs wählen, was bedeutet, wir brauchen A1 bis AN aus A. Und dann haben wir hier hinten stehen den Schnitt über alle I aus I. Und hier steht dann entsprechend noch nur mehr das XI in BI geschnitten AI. So, da fehlt nur so eine Klammer und da geht die große Klammer zu. Und jetzt sind wir endlich dort angekommen, wo wir hin wollten. Huch, da steht eine disjunkte Vereinigung über was? Über eine abzählbare Indexmenge. Also eigentlich ist die Menge A Kreuz A Kreuz A Kreuz A, aber das ist immer noch abzählbar. Also eine abzählbare Menge Kreuz einer abzählbaren Menge bleibt abzählbar. Und damit dürfen wir das rausschieben als Summe. Das ist die Summe über A1 bis AN, das ist sogar eine Reihe, kann ziemlich große sein, aber man kann immer noch alles durchnummerieren, theoretisch, über die Wahrscheinlichkeit des Schnittes I aus I über XI in BI geschnitten mit der Menge, die nur AI enthält. Ach, und wieder diese Klammer da vergessen. So, und jetzt glaube ich, haben wir es geschafft. Warum? Warum ist jetzt erledigt? Was kann man jetzt anwenden? Jetzt kann man wirklich die Voraussetzung anwenden, die da oben steht. Also, dann, ja, da rechts oben, seht ihr, was für alle einpunktigen Mengen da gilt. Und warum darf ich das jetzt anwenden? Jetzt habt ihr wahrscheinlich den Eindruck, jetzt ist alles schief gegangen, weil da steht BI. Aber, was passiert denn, wenn eines dieser AIs nicht in BI liegt? Dann steht da die leere Menge. Dann ist die Wahrscheinlichkeit null. Dann habe ich sowieso nichts zu tun. Das heißt, nur von Interesse ist es, wenn alle AIs in BI liegen, ja, aber dann kann ich da das BI einfach weglassen. Und was sehen wir? Dann kann ich genau die Bedingung, die hier oben steht, anwenden. Seht ihr das alle? Das ist genau die Bedingung, die ich dann da oben brauche. Und die Bedingung von da oben sagt, dass das hier das Gleiche ist. Wie? Also Bedingung von da oben. Das ist dasselbe wie das Produkt. Also das Produkt von I gleich, warum habe ich I aus I geschrieben? Niemand hat mich geschumpfen. Entschuldigung, Achtung, ich mache das da orange. I gleich 1 bis N hat es immer geheißen. Ach, seit wann schleppt ich denn das schon mit? Seit da. Also Achtung, da auch. I gleich 1 bis N. Sorry. I gleich 1 bis N. Und da haben wir jetzt eben stehen, die Wahrscheinlichkeit, dass XI Element aus BI geschnitten mit AJ ist. Flupp. Sudala. Und jetzt bin ich ziemlich zufrieden. Warum? Weil jetzt können wir natürlich die Summe wieder reinziehen. Also wir haben da ein endliches Produkt, eine Reihe, was wir halt so brauchen, ist so Distributivgesetz und so Zeugsel. Und damit haben wir also dastehen, dass das Produkt von I gleich 1 bis N über das hier ist. Und das schreiben wir jetzt ein bisschen langsamer hier hin. Also da können wir das dann wieder schreiben als das entsprechende AI aus A. Und da haben wir dann noch stehen, Wahrscheinlichkeit, dass XI in BI geschnitten AI liegt. Ja? Ja, und jetzt können wir das ganze Ding wieder reinziehen. Also Produkt I gleich 1 bis N. Wir schieben hier die Summe wieder zu einer disjunkten Vereinigung hinein. Das heißt, da haben wir die disjunkte Vereinigung über AI aus A, über die Menge XI in B
DI geschnitten AI. Und jetzt machen wir das Ganze halt wieder rückgängig, ziehen hier die disjunkte Vereinigung wieder rein und haben stehen das Produkt von I gleich 1 über bis N über die Wahrscheinlichkeit, dass, und da steht drin, XI in BI geschnitten A liegt, was aber dasselbe ist, wie wenn man A weglässt. Was wir schon besprochen haben, weil das XI in A liegt, ist ein fast sicheres Ereignis. Also steht da das Produkt über die Wahrscheinlichkeiten XI in BI und geschafft. So, mir ist schon klar, das ist was zu tun, oder? Ihr habt gesehen, man muss an der richtigen Stelle wirklich schauen, wo bringt man diese abzählbare Menge ins Spiel, wo verwendet man die Sigma-Additivität, um das rauszuziehen, wo wirklich genau die Bedingungen nur an diese einzelnen reellen Zahlen. Und warum ich euch den Beweis vor allem vormache, ist, erstens, weil das die Bedingung ist, die ihr an vielen Stellen wirklich nachprüfen werdet, oder? Diese sehr einfache Bedingung an die diskreten Zufallsvariablen. Aber ihr nicht unterschätzen solltet, wie kompliziert die eigentlich ist, ja? Und was dahinter steckt, dass sie so vereinfacht dasteht. Ja, das darf man also bitte nicht unterschätzen und ich glaube, der Beweis zeigt das eh ganz gut, da hat man schon was zu tun. Also das schaut zwar sehr einfach aus, aber dass es so einfach ist, da verwendet man ganz, ganz viele Eigenschaften, wie eben die Sigma-Additivität und viel, viel, viel über das Rechnen mit Urbildern. Habt ihr dazu mal eine Frage? Also wenn dem nicht so ist, dann bitte merken, Unabhängigkeit, wichtiges Konzept, für diskrete Zufallsvariablen einfacher überprüfbar, gibt es eine einfachere Bedingung. Und jetzt kommt etwas, was da das Kernbindeglied zwischen der Stochastik und der Statistik ist. Wir werden jetzt darüber reden, was eine Stichprobe ist. Definition. Was ist eine Stichprobe? Also ihr alle habt schon mal gehört, Stichprobe. Das ist irgendwie fast in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Also vieles wird halt über Statistiken, Studien und so weiter belegt oder versucht. Man versucht Dinge zu belegen, sagen wir es mal vorsichtig so. Und es gibt fast niemanden, der sich unter einer Stichprobe nichts vorstellen kann. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, die wenigsten können wirklich explizit sagen, was eine Stichprobe sein sollte. Ja? Irgendwie hat man so den Eindruck, es gibt viele, oft stellt man sich Personen drunter vor und nur ein paar davon werden irgendwie rausgepickt. Und dann sagt man, das ist eine Stichprobe. Also irgendwie gibt es viele Dinge, man nimmt nur wenige da raus und dann nennt man das Stichprobe. Und das ist allerdings, muss man sagen, nur das Endprodukt von einem gar nicht so einfachen Konzept. Und das Konzept schreiben wir uns jetzt hin. Wir nennen x1 bis xn, das sind Zufallsvariablen, ja, die nennen wir eine Stichprobe, also x1 bis xn, die nennen wir Stichprobe vom Umfang n, also n nennt man dann hier den Stichprobenumfang, vom Umfang n. Und was wir noch brauchen, ist nicht nur die natürliche Zahl n, sondern wir brauchen auch noch eine Verteilung. Also p ist eine vorgegebene Verteilung. Und das soll eine Stichprobe zu dieser Verteilung sein. Also was ist die Idee? Eine Verteilung beschreibt uns ja irgendwie, was eine Zufallsvariable bei einem Zufallsexperiment so für Werte ausspuckt. Ein Beispiel wäre, stellt euch vor die Körpergröße von Personen in Österreich. Da kann man eine Zufallsvariable draufsetzen. Wenn man da also die Person reinstopft, dann kommt die Körpergröße raus. Und diese Zufallsvariable hat eine ganz bestimmte Verteilung. Ja? Nur das Problem ist, dass man ja tendenziell jetzt nicht nur eine einzige Person anschaut, sondern eben viele dann anschaut. Und das ist genau das, was diese Zufallsvariable jetzt machen soll. Die soll also die Ergebnisse der Körpergrößen von allen diesen Personen widerspiegeln. Aber wie diese Personen ausgewählt werden, ist ja zufällig. Was bedeutet, das müssen alles Zufallsgrößen sein. Also nochmal, sehr häufig hat man eine Verteilung vorgegeben. Stellt euch irgendwie die Größenverteilung in Österreich vor oder sowas in den Dreh. Oder könnt ihr auch denken an Wahrscheinlichkeiten, dass Parteien gewählt werden. Also ja, nein, stellt euch eine Binomialverteilung vor zum Beispiel. Ich wähle für Kandidat A oder nicht. Und dann will man dazu eben etwas haben, was noch einmal, wenn man n Personen befragt, eine Zufallsgröße sein soll oder Zufallsgrößen sein sollen, die modellieren, was diese Personen sagen. Ja? Und das kann man wie folgt erreichen. Das Erste, was mal gelten muss, naja, es muss die gleiche Verteilung haben. Das bedeutet also, x1 bis xn, die müssen alle die Verteilung p haben. Also x1 bis xn müssen alle die Verteilung p haben.
Ich meine, sonst ist keine Stichprobe zur Verteilung P. Also noch einmal, das Welle heißt, sie sind wie P verteilt. Das bedeutet also noch einmal, dass zum Beispiel Px1 die Verteilung von x1p ist, die Verteilung von x2p ist und so weiter und so fort. Und insbesondere sind die eben identisch verteilt. Sie sind identisch verteilt mit Verteilung P, mit dieser vorgegebenen Verteilung. Und bitte, das ist schon mal der erste wichtige Schritt in dieser Modellierung. Das muss gleich ablaufen, ja, identisch. Das heißt, egal ob ich eben sozusagen das erste Mal da zufällig eine Person auswähle oder dann das zweite Mal zufällig eine Person auswähle, die Wahrscheinlichkeit, dass diese zufällig ausgewählte Person, egal ob sie die erste oder die zweite ist, Kandidat A wählt, muss dieselbe sein, oder? Achtung, die Person ist dann im Endeffekt, wenn ich es durchführe, nicht die gleiche, gell? Das ist schon klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich zufällig jemanden herauspicke, muss also die gleiche bleiben, dass, was ich, Kandidat A gewählt wird. Das Zweite, was aber auch noch ganz wichtig ist und leider oft vergessen bzw. verwechselt wird mit der ersten Bedingung, das ist die Unabhängigkeit. Was eine Katastrophe wäre, ist, wenn ich Folgendes machen würde. Ich würde zum Beispiel Sie nehmen, ja, und sowas befragen. Und dann würde ich sie wieder zurück ins Publikum setzen, aber dann wieder sie nehmen, weil ich sie das erste Mal zufällig gezogen habe. Dann wären diese Zufallsgrößen nicht unabhängig, oder? Also was mir nicht passieren darf, ist, dass ich eine Abhängigkeit in dieser Ziehung kriege. Also das richtige Vorgehen wäre, ich müsste also jedes Mal zufällig jemanden rauspicken, frage ihn dann nach, was weiß ich, der Körpergröße zum Beispiel oder nach dem Wahlverhalten in Bezug auf sonst was und dann müsste die Person wieder zurück ins Publikum setzen, dann wieder zufällig irgendjemanden auswählen und so weiter und so fort. Wenn das nämlich nicht so wäre, dann würden Abhängigkeiten entstehen. Bitte aufgepasst, allein schon würde das passieren, wenn zum Beispiel jetzt Sie zufällig herauspicke, Sie stehen dann vorn. Die nächste Person picke ich zufällig heraus, steht dann vorn. Dann würden wir ziehen, ohne zurücklegen, wie man oft sagt, oder? Und dann wären auch schon Abhängigkeiten da. Das heißt, das Modell, was wir jetzt haben, ist ziehen, ohne zurücklegen. Mit zurücklegen, Entschuldigung. Das heißt also, man muss immer jedes Mal die Person ins Publikum wieder zurücksetzen. Und das entspricht dann dem, dass wir uns vorstellen, x1 bis xn sind unabhängig. Ja? Und das ist dann eine Stichprobe. Also, noch einmal. Eine Stichprobe muss identisch verteilt sein, sprich alle Zufallsvariablen müssen die gleiche vorgegebene Verteilung haben und sie müssen unabhängig sein. Und das ist das Modell für Datenerhebung. Also das vor der Pause muss ich unbedingt noch loswerden. Das ist das, wie man sich Datenerhebung idealisiert vorstellen muss. Oder ganz, ganz viel, was ident und unabhängig ablaufen soll. Also Bemerkung, Stichprobe, das ist das wahrscheinlichkeitstheoretische Modell, also wahrscheinlichkeitstheoretische Modell für eine einfache, idente und unabhängige Durchführung von was auch immer, im Prinzip ein Zufallsexperiment und dann eben der Modellierung seiner Ergebnisse, die man daraus ableitet, oder? Also, nochmal, wenn ihr etwas unabhängig und ident durchführen möchtet, dann ist das Modell dazu eine Stichprobe am Level der Zufallsvariablen. Und das ist einfach was man verdammt oft macht. Ein Beispiel, was wir dann natürlich gleich behandeln werden, ist die Binomialverteilung. Wie entsteht denn die? Ich nehme eine Münze, klassische Problemstellung, und werfe sie 10-mal und stelle dann die Frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 3-mal auf Zahl gefallen ist? Was mache ich da? 10-mal ein und dasselbe Zufallsexperiment identisch durchführen, aber nicht nur das, auch noch unabhängig. Also ich werfe nicht einmal die Münze
schaue da drauf und sage, Zahl ist rauskommen, schaue ich nochmal drauf, Zahl ist rauskommen, sondern natürlich, ich werfe jedes Mal unabhängig die Münze noch einmal. Ja? Also bitte, ganz wichtig ist, ganz, ganz viel, was sich eben so ergibt aus der Modellierung heraus, unabhängig und ident, modelliert man dann über eine Stichprobe. Das ist das richtige Modell dafür. Und insbesondere ist das ein Modell, also Modell für Daten. Modell für Datenerhebung. Und bitte, das ist immer idealisiert, leider. Weil stellt euch vor, jemand macht eine Wahlumfrage und stellt sich auf die Maria-Theresien-Straße und fragt Leute. Ich meine, der wird jetzt nicht hergehen, an Passanten so zufällig herauspicken und dann den befragen und wieder zurück auf die Maria-Theresien-Straße stellen und vielleicht per Zufall noch einmal erwischen, oder? Ich meine, das ist unrealistisch. Also noch einmal, das hier modelliert das Ziehen ohne Zurücklegen. Falsch. Die tatsächliche Datenerhebung ist normal immer Ziehen ohne Zurücklegen und das modelliert aber das Ziehen mit Zurücklegen. Nur wenn ihr sehr, sehr viele Personen habt, die ihr potenziell befragen könntet, spielt es eine Rolle? Nein. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal dieselbe Person erwischen wird, wenn das wirklich vernünftig zufällig und stellt euch das eben gleich verteilt passiert, dann wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass man ein und dasselbe Mal dieselbe Person erwischt. Ja? Also das wird nicht passieren, dass man zweimal zum Beispiel jetzt ihre Kollegin da erwischt. Selbst bei euch. Obwohl ihr noch gar nicht so viele seid. Und jetzt stellt euch irgendwie potenziell 10.000 Leute vor, 1.000 davon oder sagen wir 200 davon befragt man. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, dass zweimal dieselbe Person erwischt werden würde, wenn man sie zurücklegen würde. Ja? Könnt ihr euch vorstellen? Okay. Ein wichtiger Punkt ist noch, was sind jetzt Daten? Naja, Daten sind einfach nur Folgendes. Daten sind die konkreten Realisierungen dieser Zufallsvariablen. Was heißt, wenn ihr jetzt ganz konkret die Würfel werft, die Münzen werft, dann könnt ihr euch anschauen, was kommt raus. Zahl, Kopf, Kopf, Zahl, Zahl und so weiter und so fort. Oder? Das heißt, ihr kriegt ganz konkret kleine XIs, genauer ein X1, ein kleines, was ein großes X1 von dem kleinen Omega ist. Und bitte, in dem kleinen Omega steckt aber drin, was in allen diesen Wiederholungen des Zufallsexperiments passiert ist. Und dann das kleine xn wäre nichts anderes, als wenn ich ganz konkret diese ganzen Ausgänge in das große xn hinein quetsche. Also in Interpretation, stellt euch nur mal vor, man würde zufällig Personen auswählen, sie nach der Körpergröße befragen. Das kleine x1 wäre ganz konkret die Körpergröße der ersten Person, die ich befragt habe, und das xn der letzten Person, die ich befragt habe. Das sind dann einfach reelle Zahlen. 1,75, 1,89, 1,64, was auch immer. Ja? Also x1 bis xn sind dann reelle Zahlen. Man nennt es also die Realisierung der Stichprobe. Realisierung, also eine Realisierung der Stichprobe. Man sagt auch dazu, das sind Daten. Man sagt auch dazu, das ist ein Datensatz. Oder man sagt, das ist eine Messreihe. Das kommt natürlich sehr aus so experimentellen Anordnungen. Also aus technischen Anwendungen, stellt euch vor, ihr macht ein Experiment, also aus der Physik, und das wird einmal durchgeführt. Man geht davon aus, dass man halt die Messung nicht total präzise machen kann, deswegen macht man die eben mehrfach und probiert eben diese Messunschärfe herauszurechnen, oder? Also Messreihe, ganz was Typisches, also kann man sicher auch nachvollziehen, warum man das so nennt, warum man es Datensatz nennt, ich glaube, könnt ihr euch auch vorstellen, weil es ein Satz von Daten ist, warum man es generell Daten nennt, ja, weil es Daten sind. Und bitte, Realisierung der Stichprobe, das ist halt was, das ist wichtig, ihr müsst unterscheiden zwischen der Realisierung, genau eben diesen konkreten Daten, die rauskommen, und den Zufallsgrößen. Ja? Die Zufallsgrößen sind wahrscheinlichkeitstheoretische Objekte, sind Funktionen, und die Realisierung, die Daten, sind dann schlussendlich nur konkrete reelle Zahlen, die diese Zufallsgrößen ausgespuckt haben. Bitte ganz vorsichtig sein in der Unterscheidung. Also Achtung, es ist total sinnlos, solche Fragen zu stellen wie, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel die erste Person eine Körpergröße von 1,75 hat, also 175 cm. Die Frage ist idiotisch. Warum?
Ja, was heißt denn das? Das ist eine konkrete Realisierung. Da habe ich zum Beispiel Sie herausgepickt und Sie gefragt, wie groß sind Sie? Und wenn Sie mir nicht genau ans 75 gesagt haben, ja, dann sind Sie nicht ans, okay, wenn Sie nicht genau ans 75 sind, dann stimmt das einfach nicht. Und Punkt. Das ist richtig oder das ist falsch. Die Wahrscheinlichkeit ist 0 oder die ist 1. Das ist eine idiotische Fragestellung. Ja? Die ist idiotisch. Aber zu fragen, ob die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person eine Körpergröße unter 1,75 hat, die man da kann man auch kleiner schreiben, ja, das ist von Interesse. Das ist nämlich wirklich jetzt die Wahrscheinlichkeit. Was bedeutet, wenn ich sehr viele von euch befragen würde bezüglich der Körpergröße, die Wahrscheinlichkeit hier wäre, sagen wir, was nehmen wir, 30%, dann würde das 40-50%, dann würde das heißen, dass also, wenn ich da jetzt euch befrage, das auch der relativen, dem relativen Anteil entspricht, oder? Das heißt, es wäre zu erwarten, was immer das Ganze jetzt genau heißt, dass so im Schnitt eben tatsächlich die Hälfte diese Bedingungen erfüllt, oder? Und das ist was, das ist relevant. Das ist eine wahrscheinlichkeitstheoretische Aussage, die man dann eben wieder bei mehrfacher Durchführung auf die Daten übertragen kann. Also bitte hier zu unterscheiden ist ganz, ganz wichtig. Die Wahrscheinlichkeit macht nur Sinn, von Ereignissen zu berechnen. Ich meine, das ist zwar ein Ereignis, aber das ist eines, das halt immer eintritt oder nie eintritt. Also vollkommen uninteressant. Okay, dann würde ich sagen, wird es Zeit für die Pause. Nach der Pause werden wir uns also um die Binomialverteilung kümmern und das wird also sein um 25 nach. Okay, nur eine kleine Bemerkung zu Stichproben. Hin und wieder ist es so, dass man zuerst eine Zufallsvariable hat, die bei einem Zufallsexperiment, bei der einzelnen Durchführung beschreibt, was der Ausgang ist. Und dann kann es so sein, also wenn man hat x Zufallsvariable, dass man dazu eine Stichprobe haben will. So, was soll denn das heißen? Wann sind Zufallsvariablen x1 bis xn eine Stichprobe zu einer anderen Zufallsvariable? Na, per Definition genau dann, wenn x1 bis xn einfach eine Stichprobe zur Verteilung dieser Zufallsvariablen ist. Also bisher haben wir immer noch gesagt, man gibt eine Verteilung vor und jetzt haben wir dazu eine Stichprobe. Alles in Ordnung? Liebhaben? Nicht streiten. Also, eine Verteilung zu einer, wir haben eine Stichprobe zu einer Verteilung und was wir eben haben, wenn wir eine Zufallsvariable vorgegeben haben, ist ja auch eine Verteilung und zwar ihre Verteilung. Also das bitte ist mehr so, ja, weiß ich nicht, Tomato, Tomato, ja, das ist ziemlich wurscht, aber trotzdem, man muss einmal genau sagen, was es bedeuten soll und jetzt haben wir hier noch diese Definition dazu. Na gut, probieren wir, ob das Ganze auch was bringt. Jetzt haben wir also uns viel erarbeitet, viel eher auf der theoretischen Seite. Jetzt wollen wir zu wirklich ganz spannenden Verteilungen kommen. Und zwar die, würde ich sagen, die als diskrete Verteilung momentan gerade die des Schulunterrichts ist. Wie gesagt, man kann ja schauen, wie das in 2 Jahren wieder ausschaut. Aber momentan ist die Binomialverteilung etwas, was ihr absolut rigoros beherrschen können müsst. Und was mir ganz wichtig wäre, ist, dass ihr einfach ein Paradebeispiel eines Zufallsexperiments angeben könnt, wo dann die Binomialverteilung auftritt. Und ihr sollt ja beschreiben können, wie sie, warum sie, wo sie auftritt, was man eigentlich an Voraussetzungen braucht. Und ihr sollt wirklich im Hinterkopf haben, ist dies gerechtfertigt, das mit der Binomialverteilung zu modellieren oder nicht? Und über genau solche Dinge wollen wir reden und wir beginnen genau mit dem Punkt Problemstellung. Bitte, man kann unendlich viele Probleme schildern, wo man hofft, dass die Binomialverteilung am Ende rauskommt, aber ich finde, es gibt einfach ein Paradebeispiel, was sehr leicht verständlich ist. Eine Münze, ja, Münze, fällt mit Wahrscheinlichkeit P. P ist halt irgendwas zwischen 0 und 1. Ich meine, ihr könnt es gerne an 0 und 1 setzen, dann ist es halt nicht spektakulär. Also Münze fällt mit Wahrscheinlichkeit P auf Zahl. Und dieses Zufallsexperiment Münze werfen wird jetzt n-mal durchgeführt. Also dieses Zufallsexperiment Münze werfen wird n mal n aus n durchgeführt. Und bitte ein kleines Detail, was ich hier gleich angebe, ist, es wird nicht irgendwie durchgeführt, sondern unabhängig und ident. Also unabhängig plus ident.
Also in die Interpretation, jedes Mal unter der genau gleichen Bedingung, also wir wissen schon, mit genau der gleichen Verteilung, wenn wir da eine Zufallsvariable draus basteln, und die einzelnen Durchführungen dürfen sich gegenseitig nicht beeinflussen. Das ist Unabhängigkeit. Und was ist dann die Frage? Ja, die Frage, die wir hier stellen, ist, für k zwischen 0 und n, was ist die Wahrscheinlichkeit für k mal, also für k mal Zahl? Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau k dieser Münzwürfe auf Zahl landen? Das ist das Paradebeispiel. Wir stellen uns vor, n gleich 70, 70 mal werfen wir Münze, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 42 mal auf Zahl fällt? Und das müssen wir ja ausrechnen können. 42? 42 ist groß für Wahrscheinlichkeit. Ja, aber die Antwort auf eine Wahrscheinlichkeit kann es nicht sein. Das müsste eher 1/42 sein. Das akzeptiere ich. Also nochmal, wichtiger Punkt. Gell? So eine Problemstellung muss vorliegen. Bitte, das ist natürlich eine total idealisierte. Aber gehen wir vielleicht auf diese Zentralmatura-Aufgabe, Zentralmatura nahe. Also die ist halt aus dem Aufgabenpool vom BIFI für die BHS, sind sehr ähnlich natürlich zu den AHS-Aufgaben auch. Und da sehen wir also, in Österreich leiden 4,6% der Bevölkerung an Diabetes. Da, was müssen wir jetzt uns überlegen? Was hier mal gegeben ist, ist eine, ich weiß, das klingt jetzt in dem Kontext ein bisschen hart, Erfolgswahrscheinlichkeit. Das nennt man halt so, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass das, ja, Entschuldigung, ich weiß, es ist nicht lustig, aber, also, nur so als Background Story, also mein ehemaliger Bürokollege hat von heute auf morgen auf einmal Diabetes gekriegt, ja? Also nur in keinem Alter und so, denkt man sich wirklich, da hat irgendjemand verrückte Münze geworfen. Aber es ist halt einfach so, etwas tritt ein oder tritt nicht ein. Das darf man nicht auf eine einzelne Person einfach so sehen, sondern gut, es gibt halt leider einfach einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung, der, gut, wenn wir jetzt den vererbbaren Typ eher nehmen, also den genetisch bedingten Typ halt für Diabetes, also Diabetes bekommen kann oder halt eben nicht. Und das ist halt wie eine Münze, die geworfen wird. Das klingt hart in dem Kontext, oder? Man muss sich wirklich vorstellen, bei der Geburt wirft halt irgendjemand, ob man eine höhere Macht glaubt oder nicht, eine Münze und dann ist es so oder ist nicht so. Es passiert halt oder passiert nicht. Also wir reden nicht davon, wenn jemand halt jeden Tag 20 Kilo Kuchen isst, ja? Sondern es gibt halt einfach Sachen, die unterliegen dem Zufall. Und das ist halt, wie es ist, jemand hat eine Münze geworfen und sie fällt halt in 4,6% der Fälle auf Zahl. Und das nennt man hier in dem Kontext einfach Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das eintritt. Und damit haben wir genau schon mal dieses Setting. Münze fällt mit Wahrscheinlichkeit P auf Zahl. Wahrscheinlichkeit P, die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das da oben ist schon mal vorhanden. Und wenn man jetzt hier unten schaut, die berechnen sie die Wahrscheinlichkeit, dass von 30, okay, jetzt haben wir schon mal verstanden, das Zufallsexperiment wird 30 Mal durchgeführt. Das heißt, 30 Mal wird eine Münze geworfen und man schaut, fällt sie auf Zahl. Und dann von 30 nach dem, da reden wir gleich drüber, Zufallsprinzip ausgewählten Österreicherinnen und Österreichern mindestens 2 an Diabetes leiden. Das bedeutet, die Frage ist, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze genau 2-mal auf Zahl fällt? So, wir sehen, ein Münzwurf kann was modellieren, was viel komplizierter ist. Ich meine, bitte, 4,6% der Bevölkerung leiden an Diabetes, das als Münzwurf zu interpretieren, das braucht schon Abstraktionsvermögen. Aber das ist genau das, was man braucht. Also was vorliegen muss, ist in der einzelnen Durchführung des Zufallsexperiments etwas, was sich wie ein Münzwurf verhält. Es gibt nur Erfolg oder Misserfolg. Die Wahrscheinlichkeit dafür muss vorgegeben sein. Und was ist der nächste wichtige Schritt? Man muss es n-mal durchführen. Und was fehlt hier eigentlich? Unabhängig und ident. In den Aufgabenstellungen, die ihr da so findet, wenn sie nur aus einem älteren Aufgabenpool sind, und die Aufgabe ist so ein Beispiel dafür, da seht ihr das oft nicht so explizit genannt. Da hat sich schon ein bisschen was gebessert. Ohne diese Zusatzinformation, und wir werden es bei der Herleitung jetzt sehen, unabhängig und ident, kann man also die Frage im Allgemeinen nicht beantworten. Stellt euch vor, nach dem Zufallsprinzip kann es auch sein, dass man zufällig aus einer Familie nur Personen nimmt. Das ist auch zufällig dann immer noch, aber es ist ein anderes Zufallsprinzip. Euch ist schon klar, was hier gemeint ist. Gemeint ist, gleich verteilt auf der Bevölkerung von Österreich und man wählt die wirklich unabhängig voneinander aus. Gell? Und das steckt alles in diesen
saloppen Wort nach dem Zufallsprinzip. Das ist aber eigentlich nicht präzise genug. Da wird sich natürlich nur ungefähr, sage ich jetzt einmal 0,5% der Schüler und Schülerinnen darüber beschweren, weil den meisten ist vollkommen klar, es ist eine Erfolgswahrscheinlichkeit gegeben, man macht was mehrfach, man ist interessiert nach dieser und jenen Anzahl, dass es passiert und deswegen nehme ich die Binomialverteilung, setze diese Werte ein und fertig. Aber euch sollte bewusst sein, wir brauchen diese beiden Voraussetzungen, unabhängig und ident, und man muss die in der Aufgabenstellung wiederfinden. Und leider werden wir sehen, manchmal miteinander vermischt, nicht genau getrennt oder falsch beschrieben. Und da würde ich mir sehr stark wünschen, dass mit euch als Lehrer und Lehrerinnen in der Zukunft diese Verwirrungen nicht mehr so passieren, wie sie halt leider da in den Anfängen der Zentralmatura vorhanden waren, jetzt halt nur mehr vermindert. Also noch einmal, diese Aufgabenstellung, so wie sie dasteht, ist eigentlich unzureichend. Ich sage nicht, dass man die Aufgabenstellung überladen muss, indem man das jetzt da direkt reinschreibt, aber es tut niemandem weh, wenn man unten so eine kleine Klammer macht und diese Voraussetzungen dann nochmal explizit dazu erwähnt. Dann ist man einfach ob jedem Zweifel erhaben und das kostet genau gar nichts, solange man halt verstanden hat, was man als Aufgabenstellerin machen muss. Also ist euch klar, es gibt wahnsinnig viele Beispiele und bei allen diesen Beispielen muss man überlegen, passen sie ins Setting. Wir nehmen irgendein anderes, was nehmen wir denn? Schauen wir mal, Batterien, wollte ich mir immer schon anschauen. So, also, nehmen wir da ein weiteres Beispiel. Was hat man da? Für den Versand der Batterien an Einzelhändler werden diese jeweils in Viererpackungen verpackt. Ein Einzelhändler erhält eine Lieferung von A Viererpackungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Batterie defekt ist, beträgt P. Also was hat man gegeben? Man hat N gleich 4 gegeben, das muss man dort identifizieren, man macht das 4-mal. Und die dann Erfolgswahrscheinlichkeit, was hier die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt ist, seht ihr, man nennt es trotzdem Erfolg, ist B. Wir sind wieder genau in dem Setting und hier ist dann noch genauer gefragt, was man mit dem Ausdruck 4-mal A mal P in dem Zusammenhang berechnen kann. Aber es ist auch wieder, man muss erkennen, kann man das mit einer Binomialverteilung modellieren? Ja, das muss man Schritt für Schritt durchgehen. Was ist natürlich hier wieder ein Problem? Dass eine zufällig ausgewählte Batterie defekt ist. Eine zufällig aus der Viererpackung, wie kommen denn die zusammen? Sind es die aus einer produzierten Charge, dann werden die stark abhängig sein und wenn diese Erfolgswahrscheinlichkeit P hier für eine über ganz, ganz viele zufällig ausgewählte Batterien gegeben ist, habe ich ein Problem. Ihr seht schon, die Argumentation, die ich jetzt mache, ist ein bisschen so, ich kann die Aufgabe nicht behandeln, weil es ist zu wenig gegeben, Lästigkeit. Aber nochmal, an manchen Stellen kommt es auf das drauf an. Und nochmal, für den Schnitt der Schüler und Schülerinnen wird es recht belanglos sein. Aber die, die sich da wirklich ein bisschen Gedanken über die Aufgabenstellung machen, die kriegen mehr Probleme, wenn sie mehr verstanden haben. Und das sollte nicht sein. Und das muss man vermeiden, indem man also hier das ein bisschen präziser angeht. Gut, schauen wir uns noch was an. Was könnte man denn noch nehmen? Hotel. Das klingt schon mal gut. Also, ein Hotel kann 93 Zimmer vermieten, erfahrungsgemäß nehmen 55% der voneinander unabhängig buchenden Gäste Vollpension in Anspruch. Was ist da schon mal spitze? Unabhängigkeit ist explizit genannt. Das ist spitze. Also berechnen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei 40 zufällig ausgewählten Gästen mehr als 20 und weniger als 25 Personen Vollpension buchen. Also wir sehen, wir haben eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist das, was wir hier haben. Wir haben also eine Anzahl gegeben, wie oft das einzelne Zufallsexperiment durchgeführt wird, wo es nur den Ausgang Erfolg-Misserfolg gibt. Und wir haben eine Frage nach, gut, da müssen wir jetzt noch ein bisschen präziser werden, Wahrscheinlichkeit für genau den Ausgang nicht, aber kleiner gleich als diese Anzahl, größer gleich als diese Anzahl und so weiter ist natürlich damit verwandt über die Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes. Ja? Also passt auch wieder in das Setting. Was fehlt da, muss man sagen, ein bisschen? Also nehmen 55% der voneinander unabhängig buchenden Gästen, buchen die gleich? Ident fehlt eigentlich. Ja, das sieht man da wieder. Also, die können zwar sehr wohl voneinander unabhängig sein, aber was sein kann, ist, dass die ganz ein unterschiedliches Buchverhalten haben. Ja? Also, was hier fehlt, ist wieder das Ident. Ich bin wirklich mit der Aufgabe sehr zufrieden, weil unabhängig ist immerhin schon drin, das findet man in den wenigsten dieser Aufgaben, aber ident fehlt eigentlich ja auch wieder. Also man sieht schon, man wird schwer in solchen Aufgabenpools Aufgaben finden, die wirklich diesen beiden Bedingungen die top genügen. Fehlt also hier ein bisschen und nochmal, ich kann mir gut vorstellen, dass man gedacht hat, mit unabhängig hat man eh schon alles erledigt. Ist aber halt leider nicht so.
Okay, also noch einmal, ihr könnt jetzt euch vorstellen, was eben passieren kann, ist, nur weil da erfahrungsgemäß 55% steht, ihr stellt euch vor, eine Münze, und die erste Münze, die fällt mit Wahrscheinlichkeit 45% auf Zahl, und die andere Münze fällt mit Wahrscheinlichkeit, was haben wir dann da, 60, das war jetzt schlecht dazwischen, sagen wir 50% und 60%, im Mittel sind es dann auch wieder 55%. Das heißt, ihr habt zwar unterschiedliches Buchverhalten, das ist nicht identisch, oder? Aber im Mittel erfahrungsgemäß, was immer das genau heißen soll, sind es dann wieder 55%. Man muss viel wissen, um überhaupt diese Dinge identifizieren zu können, dass sie unzureichend sind. Aber nur mal, sie sind es einfach und ihr solltet das sehen. Habt ihr hier schon mal Fragen? Sonst vielleicht noch eine Anekdote zu solchen Fragen. Also eine Aufgabe, die es nicht in die Zentralmatura geschafft hat, aber über die sehr viel E-Mail-Verkehr entstanden ist, war eine Aufgabe von dieser Form, wo also eben nicht Unabhängigkeit dazu verlangt wurde, wo einfach nur gesagt wurde, eine Reisegruppe mit so und so vielen Personen kommt. Und ich glaube, es ist um Barrierefreiheit gegangen. Und dann wurde genannt, die Wahrscheinlichkeit, dass eben ein Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin in der Gesamtbevölkerung Österreichs dabei ist, ist so und so hoch. Und dann wurde natürlich gesagt, ja, Entschuldigung, aber wenn das jetzt eine Reisegruppe ist, was könnte passieren? Da sagt man nicht, dass das eine Reisegruppe von Rollstuhlfahrern und Fahrerinnen ist. Weiß ich nicht, Rollstuhlfahrer und Fahrerinnenverbund Völs West. Weiß ich nicht, ob sowas gibt. Aber nochmal, der Punkt ist, Schüler und Schülerinnen, die sich einfach über Aufgabenstellungen Gedanken machen, stolpern tatsächlich über solche Dinge. Ja? Und entstanden ist das halt, weil ein Lehrer da halt auch gesagt hat, in meiner Klasse gibt es Probleme, wenn solche Aufgaben daherkommen. Ja? Und das sind einfach Dinge, die muss man bei solchen Aufgaben bedenken. Ja? Die Schüler und Schülerinnen stellen sich eine konkrete Situation vor. Man probiert in den Aufgaben immer einen Alltagssachzusammenhang herzustellen. Und wenn man sich vorstellt, eine Reisegruppe, dann stellt man sich ähnliche Personen vor, die sich nicht unabhängig voneinander verhalten. Oder? Das ist das, was natürlich eigentlich sogar ist in unserem Denken. Und ohne dass diese Bedingung dazu gefordert ist, ist das nicht sehr sinnig. Und stellt sich ein Hotel vor, was jetzt da nicht vorher fragen wird, wenn Ihnen wirklich Barrierefreiheit am Herzen liegt, ja, ob es da Personen in der Reisegruppe gibt oder nicht. Also das Beispiel ist sowieso an vielen Stellen sehr, sehr fragwürdig. Aber ich sage nur, es werden einfach oft Sachzusammenhänge hergestellt, die total fiktiv sind und dann nicht einmal mit den tatsächlichen mathematischen Voraussetzungen, die gelten sollten, in Einklang gebracht. Also das führt wirklich zu viel Probleme. Und vor allem, wenn man es bei der Zentralmatura stellen möchte, wo man dann eigentlich niemanden übel nehmen kann, dass er die Aufgabe nicht richtig behandeln kann. Also ich sage mal so, richtig wäre sie nicht richtig zu behandeln im Sinne der Aufgabensteller und Stellerinnen dann. Aber es hat sich da viel gebessert. Na gut, jetzt müssen wir in die Modellierung gehen. Wir haben also eine klare Problemstellung, Münze n-mal werfen, unabhängig und ident. Und dann, was ist die Wahrscheinlichkeit für k-mal Kopf? Und jetzt, die Modellierung läuft wie folgt. Also, Modell. Oder sagen wir Modellierung. Erster Schritt. Wir müssen das n-malige, unabhängige und idente durchführen, dieses Münzwurfs modellieren. Kennen wir da was? Naja, wir haben da mal was vorbereitet, oder? Das ist eine Stichprobe. Eine Stichprobe modelliert genau das. Also was wir brauchen, ist eine Stichprobe. x1 wäre die Zufallsvariable, die das Ergebnis beim ersten Münzwurf angibt, kodiert durch 0 und 1 müssen wir uns vorstellen, x2 beim zweiten und so weiter und so fort. Das könnte aber gerade so gut sein, eben in diesem Kontext, da bei eben 55% wäre dann halt die Erfolgswahrscheinlichkeit und so weiter und so fort, dass eben ein Gast dann auf Zahl fällt und so weiter. Okay? Also nochmal, wir kriegen jetzt über eine Stichprobe genau das, was gefordert ist, unabhängig und ident, das Zufallsexperiment mit nur Erfolg, Misserfolg einmal durchführen. Aber fehlt noch was? Ja, Zufallsgröße zu was? Ja, eine Stichprobe zu was? Wir brauchen die Verteilung. Was sollte jetzt da die Verteilung sein? Was modelliert das einmalige Werfen einer Münze? Welche Verteilung tut das? Die Bernoulli-Verteilung, oder? Also die Bernoulli-Verteilung, B1P, die wir kennengelernt haben, die ist genau das passende Modell. Also über das haben wir schon viel gesprochen. Wenn man einen Münzwurf modelliert, dann haben wir also diese Erfolgswahrscheinlichkeit, also P zwischen 0 und 1, das nennen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit,
Die würden wir jetzt also interpretieren für die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim einmaligen Durchführen eben Zahl erhalten. Und nochmal zur Erinnerung, die Bernoulli-Verteilung war also nichts anderes als 1 minus p mal Delta 0 plus p mal Delta 1. Das war diese Bernoulli-Verteilung. Und nochmal, wir nehmen jetzt also diese Verteilung, die modelliert uns den einfachen Münzwurf und kopieren die n-mal unabhängig und ident. Und damit haben wir jetzt also noch eine kleine Interpretationsaufgabe. Wie würden wir interpretieren das Ereignis xi gleich 1? Ja, das würden wir interpretieren als Erfolg beim i-ten Mal durchführen des Zufallsexperiments. Also konkret, wenn wir das i-te Mal die Münze werfen und die auf Zahl fällt, dann ist es dieses Ereignis, oder? Also das würden wir interpretieren als Erfolg. Erfolg beim i-ten, genauer müsst ihr jetzt schreiben, bei der i-ten Durchführung des Zufallsexperiments, ihr wisst, was gemeint ist, und xi gleich 0 würden wir interpretieren als Misserfolg. Okay, jetzt sind wir also voll in dem Setting drin. Eigentlich haben wir jetzt ein wunderhübsches Modell und alles müsste eh schon dahin laufen. Und dahin laufen muss es allerdings, indem man sich überlegt, was man jetzt überhaupt tun muss. Zweiter wichtiger Schritt ist, was wollen wir eigentlich wissen? Wir wollen wissen, wie oft gibt es Erfolg. Wir wollen die Anzahl der Erfolge zählen. Wer kann mal sagen, wie man das da zählen könnte? Wie würde es vorgehen? Wenn ich euch jetzt nur x1 bis xn in die Hand drücke, wie würdet ihr die Anzahl der Erfolge zählen? Also x1 bis xn, das ist die Stichprobe, die ist gegeben. Wie würdet ihr die Anzahl der Erfolge zählen? Ist noch was am Hals? Okay, passt. Jetzt in dem kompletten Fall da das die einzelnen Elemente zusammenzuhalten, weil wenn jetzt... Die einzelnen Elemente sind? Also x1 ist 1, nachher plus das zweite. Also das heißt, ich überprüfe, ob x1 1 ist und wenn ja, dann zähle ich es dazu. Das ist ja mühsam. Geht das leichter? Also Idee richtig, ja. Aber vielleicht geht es ein bisschen einfacher. Ich zähle die einfach zusammen. Immer wenn Erfolg eintritt, gibt es einen Einser. Immer wenn Misserfolg eintritt, gibt es einen Nuller. Passt ja. Und was anderes passiert eh nur mit Wahrscheinlichkeit 0. Also nochmal, super simple Idee. Wir gehen einfach her und zählen die Xis zusammen. Das ist die Anzahl der Erfolge, die eintritt. Also was nehmen wir hier? Wir bilden eine neue Zufallsgröße, nennen wir sie x. Und das ist die Summe von i gleich 1 bis n über die Xis. Also x1 plus x2 plus, schreiben wir es halt mal aus. Und noch einmal, jedes Mal, wenn Erfolg eintritt, steht da ein Einser. Und den zählen wir zusammen. Und jetzt braucht man eigentlich ein kleines Zwischenresultat, was wir jetzt nicht so bewiesen haben, ist aber nicht so tragisch, ein bisschen technisch. Also man kann zeigen, dass die Summe von Zufallsvariablen wieder eine ist. Das Vielfache von Zufallsvariablen auch. Also generell, wenn ihr Linearkombinationen von Zufallsvariablen bildet, ist das auch wieder eine Zufallsvariable. Den Beweis könnt ihr jetzt gleich hinschreiben. So schwierig ist das nicht. Also, wir haben also sofort, dass wir hier wieder eine Zufallsvariable kriegen. Und was wissen wir über Zufallsvariablen? Die haben Verteilungen, oder? Also, das, was jetzt natürlich gesucht ist, ist, was ist die Art Verteilung für, bitte x beschreibt jetzt die Anzahl der Erfolge. Und das ist die Interpretation dieser Zufallsgröße. Und jetzt kommt eben der dritte Schritt, nicht nur, dass wir diese Zufallsgröße aufstellen, sondern wir wollen jetzt die Verteilung angeben. Also, px ist gleich. Und wenn wir die Verteilung ausgerechnet haben, dann können wir bitte auch diese Frage da unten beantworten. Wenn man die Verteilung hat, dann kann man insbesondere solche Dinge beantworten wie, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich k ist? Das ist nämlich dann nichts anderes als die Verteilung an der Stelle k. Also wenn man die Verteilung kennt, kennt man insbesondere diese kleinen Einzelwahrscheinlichkeiten. Wenn man die Verteilung kennt, dann kann man alle Wahrscheinlichkeiten im Kontext der Zufallsgröße x ausrechnen, oder? Also mit der Verteilung kann man sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in einer vorgegebenen Menge liegt, insbesondere, dass es bestimmte Werte annimmt. Also Fahrplan passt,
was ist jetzt noch zu tun? Jetzt muss man Px halt bestimmen. Und das machen wir wie folgt. Wir überlegen uns einmal zunächst, um was handelt es sich denn bei x? Ich behaupte, x ist eine diskrete Zufallsgröße. Mit Wahrscheinlichkeit 1 nimmt es nämlich nur welche Werte an? Kann zum Beispiel das x werden minus 3. Könnte schon sein, aber nur mit Wahrscheinlichkeit 0. Weil die ganzen xi's nehmen mit Wahrscheinlichkeit 1 nur die Werte 0 oder 1 an. Und wenn ich die aufsummiere, was ist alles möglich? Ja, kein einziges Mal Erfolg, dann kommt 0 raus. Genau einmal Erfolg, 1. Oder n-mal Erfolg, dann n. Das heißt, es sind zumindest mit Wahrscheinlichkeit 1 nur die Werte 0 bis n möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist 1, oder? Also noch einmal, alle xi's nehmen mit Wahrscheinlichkeit 1 nur die Werte 0 oder 1 an. Und wenn ich die Summe drüber bilde, dann mit Wahrscheinlichkeit 1 gibt es nur 0 bis n. Und das macht also x zu einer diskreten Zufallsgröße. Und diskret gefällt uns, weil da wissen wir schon viel drüber und in der Behandlung dieser Zufallsgrößen tun wir uns halt schon ein bisschen leichter. Wir wissen nämlich jetzt, wie die Verteilung aussieht. Wie sieht sie aus? Das solltet ihr wissen, unbedingt. Wollt ihr nur nichts sagen, weil ihr mich zum Weinen bringen wollt, oder? Na, haut's raus. Wenn wir diskrete Zufallsgröße haben, wie sieht die Verteilung aus? Wie lässt die sich schreiben? Ja, die Summe von gleich bis n gleich. Ich schreibe vielleicht hier k gleich 0 bis n. Das ist nur psychologisch, ja? Also die Wahrscheinlichkeit von x gleich k mal Delta k. Danke, Sie machen mich sehr glücklich, jetzt muss ich nicht weinen. Also tipptopp. Also nochmal, wenn wir eine diskrete Zufallsgröße haben und wir identifiziert haben, welche Werte die mit Wahrscheinlichkeit 1 dann noch annehmen kann, dann muss sofort so die Verteilung ausschauen. Und warum ist das ein riesengroßer Vorteil? Was ist das Einzige, was wir jetzt noch bestimmen müssen? Das fehlt uns. Wir müssen nur mal bestimmen für vorgegebenes k, k gleich 0 bis n, aber fix, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich k ist? Und bitte, das ist viel, viel einfacher, als irgendwie zu versuchen, für eine beliebige Borel-Menge zu entscheiden, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass x in b liegt, wenn b die Borel-Menge ist. Gute Nacht. Also das ist schwierig, oder? Wir haben uns das schon viel, viel leichter zurechtgelegt. Wir müssen nur mal diese Wahrscheinlichkeit bestimmen. Und das müssen wir halt jetzt nur machen. Das hilft nichts. Also um die Verteilung zu bestimmen, müssen diese Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden. Und deswegen schnappen wir uns jetzt einfach irgendein k aus 0 bis n und probieren die Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Okay, wie gehen wir dazu vor? Was ich euch jetzt zeigen werde, ist die Schnell-Schlampig-Variante, die wir das nächste Mal noch genau begründen werden. Aber das ist die, wie man schnell versteht, wie man sich die Binomialverteilung herleitet. Also noch einmal, das, was ich euch jetzt zeigen werde, ist unzulänglich. Sage ich gleich. Das müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen präziser machen. Aber es führt schnell zu dem, dass man versteht, wie die Binomialverteilung aussieht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich k ist, ist was? Das ist die Wahrscheinlichkeit, nur schreiben wir es halt hin, dass die Summe von i gleich 1 bis n über die xi's gleich k ist. So, wer kann man denn jetzt ein Beispiel nennen? Ein Beispiel dafür, dass diese Summe k ist. Wann könnte es passieren? Wir machen es konkret. Wir werfen 10 mal eine Münze. K ist 7. Wann ist diese Summe 7? Ein Beispiel. Wenn die ersten 7 mal jetzt genau. Auf Kopf vielleicht und die restlichen. Ich glaube, Zahl haben wir gesagt, aber ist wurscht. Das heißt, wir haben Zahl, 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 7 mal und die anderen fallen auf Kopf. Dann haben wir genau 7 mal Erfolg. Das ist natürlich nicht das einzige Beispiel dafür, weil es könnte natürlich, die 7 könnten irgendwie anders verteilt sein. Ne? Aber ein Beispiel, wo man sich schnell vorstellen kann, ist, wenn die erste Münze gleich auf Zahl fällt, die zweite gleich auf Zahl fällt und bis zur Karten. Weil dann haben wir genau k Einsen und die Summe ist 1. Aber nur, wenn die anderen alle 0 sind. Also das heißt, xk plus 1 muss schon 0 sein. Bis xn muss auch noch 0 sein.
Aber ich meine, so funktioniert das Leben nicht. Man kann nicht einfach nur sagen, das stimmt, weil ein Beispiel gefunden. Das ist ein bisschen Blödsinn. Was muss man sich jetzt überlegen? Das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sondern man muss sich überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es, dass diese Summe gleich k ist. Das ist aber gleichbedeutend mit, wie viele Möglichkeiten gibt es, diese 1er auf diese n Plätze zu verteilen, oder? Alle einverstanden? Also, da müssen irgendwo 1er stehen, genau k Stück, und das andere müssen alles Nullen sein. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten ist hier jene, k Dinge auf n Plätze zu verteilen. Ja, und dafür gibt es den Binomialkoeffizienten. Das sind genau n über k Möglichkeiten. So, was ist natürlich hier immens schlampig? Man gibt ein Beispiel, sagt, jetzt gibt es irgendwie eine Anzahl der Möglichkeiten und mit der multipliziert man halt davor. So, was kommt jetzt hier ins Spiel? Ja, die Idee ist, es ist egal, wo ich den 1er hinsetze. Es muss nur die Anzahl der 1er passen. Warum? Weil die sind ja alle ident verteilt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit an jedem Platz wird ja dasselbe geben, oder? Das ist der Hintergrund und die Idee dabei. Was man hier an der Stelle aber wirklich braucht, ist sowohl Unabhängigkeit als auch die idente Verteilung. Das werden wir dann sehen, wenn wir das also wirklich ausführlicher machen. In dieser Herleitung sieht man das noch nicht. Gell? Also bitte hier, dieses Gelbstern, großer offener Punkt, da ist zu arbeiten, da muss man was tun. Gell? Also das ist absolutes Handwaving, was ich da gerade mache. Also ich glaube, die Argumentation ist total nachvollziehbar, oder? Also gerade jetzt gegenüber Schülern und Schülern kann man das absolut so argumentieren, ist voll in Ordnung, oder? So kann man das herleiten. Aber noch einmal, wir müssen wissen, wie das wirklich funktioniert und warum man hier dann wirklich Unabhängigkeit und Identheit braucht. Und jetzt schauen wir aber, wie es weiterginge, wenn das so problemlos einfach argumentiert wäre. Ja, jetzt ist einfach, weil was wir jetzt zur Verfügung haben, ist Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit sagt gerade, dass man aus dieser Wahrscheinlichkeit hier ein Produkt machen kann. Ich kann das schreiben als die Wahrscheinlichkeit, dass x1 gleich 1 ist, mal der Wahrscheinlichkeit, dass das für x2 gilt, mal der Wahrscheinlichkeit, dass xk gleich 1 ist. Und jetzt geht es weiter mit der Wahrscheinlichkeit, dass xk plus 1 0 ist, mal Punkt, 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 der Wahrscheinlichkeit, dass xn gleich 0 ist. Ja, und jetzt sehen wir, diese vorgegebene Wahrscheinlichkeit ist natürlich gerade P, das ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist aber genauso P, das ist ebenso die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, und das ist halt die Gegenwahrscheinlichkeit der Erfolgswahrscheinlichkeit, also die Misserfolgswahrscheinlichkeit. Und die ist 1 minus P. Genauso hier, genauso da. Und jetzt können wir zusammenfassen, wenn wir halt mit Exponenten gut genug umgehen können. Wie viele Faktoren stehen da? Da steht p genau k mal. Also gibt es p hoch k. Und da hinten bleiben uns nur genau n minus diese k über. Also hier steht 1 minus p als Faktor n minus k mal. Ja, und das ist euch natürlich allen total vertraut. Also das ist die Wahrscheinlichkeit unter Unterstellung der Binomialverteilung, dass eben k mal hier Erfolg eintritt. Und jetzt haben wir es geschafft. Warum? Ja, damit sehen wir, die Verteilung dieser Zufallsvariablen ist, jetzt müssen wir nur hier einsetzen, n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k mal Delta k. Und nochmal, das, was ich hier eingesetzt habe, ist also die Wahrscheinlichkeit, dass x gleich k ist, die wir jetzt explizit ausgerechnet haben. Und k läuft also hier von 0 bis n. Und das Ding jetzt können wir definieren. Eine kurze Zwischenfrage, warum ist denn das überhaupt eine Verteilung? Ja, es muss eine sein. Es ist eine Verteilung einer Zufallsvariable, also muss eine Verteilung sein. Wenn ihr die Binomialverteilung nur so hinschreiben würdet, müsstet ihr Folgendes überprüfen. Die Koeffizienten sind alle größer gleich 0 und addieren sich zu 1. Ist hier automatisch der Fall. Und deswegen noch einmal, das ist ja natürlich eine Verteilung, können wir die definieren. Und wir definieren sie als BNP. Das ist also die Binomialverteilung, die ihr natürlich alle schon kennt. Also BNP, das nennen wir jetzt also die Binomialverteilung. Und das ist wirklich eine Verteilung als wahrscheinlichkeitstheoretisches Objekt. Also Binomialverteilung mit Parametern N und P. N eine natürliche Zahl, P eine Zahl zwischen 0 und 1. Theoretisch könnt ihr auch 0 und 1 zulassen, ist halt ein bisschen unspannend. Ja?
Also, soweit, zufrieden. So kriegt man also die Binomialverteilung. Und alles, was noch offen ist, was wir das nächste Mal genauer behandeln werden, ist bitte, bitte der Schritt Gelbstern von hier nach dort. Also das hier ist die intuitive Herleitung der Binomialverteilung, mit allerdings einer Kleinigkeit, die wir unbedingt noch rigoros machen müssen, weil an der Stelle würde man eigentlich jetzt nicht ganz genau sehen, wo man ident verteilt und Unabhängigkeit wirklich braucht. Das ist hier geschummelt. In dieser Herleitung tritt es aber trotzdem schon auf, gell? Das seht ihr da. Man braucht allerdings wirklich nur, dass x1 gleich 1 die Wahrscheinlichkeit p hat und so weiter. Und da das 1 minus p, nochmal, das ist halt in einem Spezialfall, wo man es mal braucht. Wir werden sehen, wir brauchen es in den anderen, also sozusagen Kombinationen auch noch. Und das werden wir also das nächste Mal machen. Ja, ich glaube, ein adäquater Zeitpunkt zum Aufhören. Ich wünsche euch also Mahlzeit. Bis zum nächsten Mal.